herzlich willkommen bei Music Store TV. Wir sind hier am Stand von Presonus auf der Frankfurter Musikmesse ProLight & Sound 2011. Und Rodney von Presonus hat echt was richtig Tolles vorzustellen, und zwar ein neues Presonus Mischpult. Und was für eins ist das? Ja, hier ist unser neuer Mischpult, den 6N02. Wir hatten in den letzten Monaten, wir hatten den 6N42, und dann wir hatten den großen 2442, und jetzt wir haben den kleine Baby-Version, den 6N02. Ganz klein, aber ganz klein. Alle die Klangqualität von den großen Bruder. Das heißt den X-Max Preamps, wunderschöne Klangqualität. So gut wie alle Mixes, wie 5.000, 6.000 Euro. So, 16 Kanäle, alle mit unser wunderbare Fat Channel. Das heißt, jedes Kanal hat einen High-Pass-Filter, ein Gate, ein Kompressor, ein Limiter und ein 3-Band semi-parametrisch Equalizer auf jedes Kanal. In diesem kleinen Format. Auch 4 Auxiliary Sends, 4 Aux-Sends, auch jedes Aux-Send hat auch ein Fat-Kanal dabei. So jedes Aux-Sender auch Gate und Kompressor und Limiter und Equalizer. So für Stage Monitoring, man hat auch ein 3-Band parametrisches EQ bei jeder Stagebox. Also keine Feedbacks mehr eigentlich, ja, auf der Bühne. Kriegt man alles? Auch bei EQ haben wir auch ein 31-Band Grafik-EQ auf den Minbus. Okay. So das heißt, auf den Minbus man hat den Voll-Grafik auch dabei. 2 Effektwege. Auch mit Multi-Effekte auch drin, so das heißt 2 Multi-Effekte mit Hall und Delay auch dabei. Auch ein Fire Studio Digital Audio Interface eingebaut. Das heißt 6N1, 6N-Out Fire Studio in diesem kleinen Mixer. So es ist mein Voll Recording System. Nur ein Firewire-Kabel von diesem Mixer zu dem Computer und alle Eingänge sind automatisch recorded auf Einzelspuren. Das heißt, live mixen und gleichzeitig recording. Gleichzeitig. So für live mixen, für Home Studio Recording, für live und Recording zusammen, kein Problem. Und es kommt auch mit unserer Software dabei, den Capture Software, auch mit den Presonus Studio One Software, auch dabei. Hier wir haben es, es ist kein Pie in the Sky Produkt, das ist ein wirkliches Produkt. Dieser Mixer hier macht eine ganze Stage-Show für uns, für eine ganze Messe. So wir haben hier Gitarre, Vocals, Bass, Drums, alle kommt hier. Wir haben den ganzen PA angebunden, nur dieses kleine Mischpult ist ein Voll-Stage-System. Und jedes Song, das der Band spielt, wir haben hier in Studio One. Und die kommt auf unserer Webseite später heute. So super einfach zu bedienen, sehr, sehr schnell, Spitzenqualität und ja, sehr klein, geht in ein Mini und kostet weniger als 1500 Euro. Ist auch schon verfügbar? Noch nicht, aber ich glaube im Music Store Mai. Hoffentlich Mai. Sicherlich beim Juni. So, und jetzt gibt es noch so ein Special Gadget, nicht? Bei diesem, bei diesem ganzen tollen Sachen, nicht? Ich liebe meine iPad und so, wir haben gedacht, warum machen wir nicht einen iPad-Controller? So jetzt wir haben auch iPad-Software und das ist ein Mixer in ein iPad. So alle die Funktionen von diesem Mischpult kann ich hier kontrollieren bei meinem iPad über Wi-Fi. So hier ist mein Faders. Ich habe auch Multitouch, so ich kann mehrere Faders benutzen gleichzeitig. So das ist alle meine Kanäle. Meine Effekte sind hier oben. Hier ist mein Gate-Effekt. Ich kann mein Gate als Grafik darstellen haben. Oder mein Kompressor ist auch da. Ich kann meinen Kompressor an- oder ausmachen. Ups, meine Finger sind ein bisschen sticky. There we go. Hier ist mein Kompressor auch. Und dann ist mein EQ da. Und alle meine Equalizers für jedes Kanal. Ich selektiere den Kanal und kann meine EQs machen. Also egal, wo man gerade steht mit dem Teil, man kann den Sound auf der Bühne einstellen. Genau. Man kann den Sound bei der Audience einstellen. Ja, hier wir haben den Mischpult hier hinter der Bühne. Und das ist nicht optimal, aber ich kann in dem Publikum gehen mit meinem iPad und den ganzen Show mixen von dem Publikum, wenn der Mixer ist hier auf der Bühne. Oder ich habe mein Graphic EQ, das ist mein Graphic Equalizer. So ich kann mein Graphic hier machen, so einfach ist es, und ich kann mein Graphic machen und ich kann durch den Konzerthalle laufen und hören, wenn es ist richtig.
Also so ein Konzept wie das Presonus Studio Live gibt es ja von anderen Herstellern nicht. Das ist einzigartig. Und bestens ist Stage Mixing. Hier ist mein Stage Mixing. Alle meine Auxiliary Wege sind hier auf dem iPad. So, wenn ich habe nur ein Mischpult bei Front of House und kein Stage Mixer, das ist mein Stage Mixer. Ich gehe auf der Bühne und ich kann für jedes Stage Monitor alle die Levels machen für den Stage Monitor, individuelles. So, ich kann den ganzen Stage Monitor alle die Feedback ringen und so durch den Soundcheck nur mit einem iPad. Noch besser, man kann bis 24 iPads anbinden mit einem Mischpult. So, das heißt, jedes Musiker kann seine eigene Mix machen. Okay, vielleicht nicht der Bassspieler auf den Main Mix, aber jedes Musiker kann seine eigene Stage Mix auf der Bühne haben. Und kontrollieren von seinem iPad aus. So nicht mehr sagen, ja, gib mir mehr Bass in mein Monitor bitte. So, okay, ich will mehr Bass haben, whoop, ich habe mehr Bass. Und kommt nächstes Monat haben wir ein neues Application auch für den iPhone und für den iPod Touch. Und das ist ein Monitor-App für diese Mischpult auch. Das heißt, wenn ich habe ein iPhone und bin auf der Bühne, ich kann mit meinem iPhone meinen ganzen Mix machen für mich selbst auf der Bühne von meinem eigenen iPhone. Und nur auch mit diesem kleinen Mixer. Unfassbar. Sowas gibt es ja noch nicht auf dem Markt. Also seid ihr wieder vorne dabei. Ja, ja. Ich freue mich, dass wir das Mischpult bald bei uns im Lager haben, uns im Laden, damit unsere Kunden das auch mal anfassen können, so wie ich es anfassen kann. Und wenn Sie noch mehr Informationen brauchen, wobei ich glaube, du hast schon alles erzählt, Rodney. Hoffentlich schon, ja, ich glaube schon. Aber noch mehr Details, wie immer, bei uns auf der Internetseite unter www.musicstore.de. Vielen Dank. Danke dir, Rodney. Dankeschön. Thank you.